Der Plug-in-Hybrid, den wir im nächsten Jahr bringen, eben, das könnte ein spannendes Thema sein, ja, wo wir vielleicht zumindest bei der Marke Audi vielleicht ein Auto haben, was die Flexibilität, aber auch die ökologische Nachhaltigkeit da ganz, ganz gut verbindet. Wenn man 20 Jahre in einer Stadt wie Hannover alleine Carsharing betreibt und dann kommt im 20. Jahr ein kleines regionales Unternehmen nach Hannover und möchte auch Carsharing betreiben, da macht man sich schon seine Gedanken, ob das alles in die richtige Richtung läuft. Aber jetzt die ersten 18 Monate, die haben gezeigt, dass so eine Stadt wie Hannover durchaus auch zwei Anbieter verkraften kann. Die ganze Geschichte, um die es hier geht, auch die zwei Tage, die Förderung, das ins Profil nehmen, in den Fokus nehmen, dieses Themas Carsharing, auch durch die Politik, eben auch durch Fördergeber, die führt natürlich dazu, dass man dieses Thema ganz anders angehen kann. Jeder Kunde, der im Auto sitzt und dann den Volkswagen erlebt, ist natürlich auch für uns im Vertrieb eine irgendwie geartete Probefahrt. Zumindest wird es so im Vertrieb, klassischen Vertrieb gesehen. Ein Interessent im Auto ist eine Probefahrt. Wobei ich den Begriff bezahlte Probefahrt nicht mag, der im Vertrieb bei uns oft genannt wird, weil das eben dem widerspricht, was wir anbieten wollen, nämlich ein Mobilitätsangebot. Aber wenn wir sehen, welche Begeisterung eben ein Carsharing-Kunde hat, wenn er in so einem neuen Golf sitzt, der vielleicht vorher auf einem Niveau eines Golf 3, Golf 4 unterwegs war und dann in einem Golf 6 sitzt, eben mit Vollausstattung, ja, dann merkt man schon, dass es eben auch ein Marketinginstrument ist. Eben. In Hamburg gibt es ein Taxiunternehmen, das fährt nur mit Viertel-Taxis. Die sind aber auch nicht angezogen, die meckern auch nicht, wenn man nur für 5 Euro fährt. Das ist sehr angenehm. Und dieses Gefühl, dieses Erlebnis, da weitergebracht zu werden, das transportiert man dann auch auf Viertel, wobei das gar nichts mit VW zu tun hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich der Einstieg ist in ein ganz anderes Verständnis der Automobilhersteller über sich selbst und über das, wie Mobilität erlebbar sein wird in 10 Jahren. Können Sie sich das auch vorstellen, in seinen aus peripheren Regionen, wie ich jetzt in Thüringen im Vergleich zu Berlin einschätzen würde, auch individuelles Carsharing zu betreiben? Klar, jetzt muss man sich die Zielgruppen anschauen und Jena ist bekannt als Universitätsstadt, eben, wo man vielleicht auch diese junge Zielgruppe ansprechen kann. Gerade im ländlichen Umfeld ist es vielleicht Carsharing auch aus einem ganz anderen Grund viel relevanter, weil da der ÖPNV einfach nicht die Durchschlagkraft hat. Unsere Bereitschaft, mehr zu zahlen für elektrobetriebene Fahrzeuge, die würde ich als sehr überschaubar einordnen. Wie gesagt, wir haben drei Standorte, San Diego, Amsterdam, Stuttgart, mit insgesamt 1000 batterieelektrischen Fahrzeugen, die zu den gleichen Preisen angemietet werden können, 29 Cent pro Minute. Und nochmal, die Bereitschaft dafür mehr zu zahlen ist für den Kunden überschaubar. Warum jetzt schon Elektrofahrzeuge im Carsharing? Das ist doch aufgrund des Mehrpreises, und das wird ja bis 2017/18 so bleiben, ist das ja geschäftsschädigend, sag ich mal, für die Betreiber. Die sind ja unter uns, das kann man ja immer so ganz offen hier fragen. Ich freue mich ja darüber, aber warum eigentlich? Also ist das letzten Endes Erkenntnisinteresse, ist das Marketing? Da gibt es ganz unterschiedliche Motive, zum Teil auch in Stuttgart sind die Rahmenbedingungen extrem gut. Es war wirklich ein, wie ich es nie erlebt habe, ein sehr partnerschaftliches Agieren zwischen Stadt, Land, Energieversorger, Daimler AG und uns. Aber der Erkenntnisgewinn ist für uns extrem hoch, was die Batteriefahrzeuge eben im Alltagsgeschäft, in einem Carsharing-Betrieb, in einem Free-Floating-Betrieb angeht. Insofern ist dieser Erkenntnisgewinn ist für uns sehr, sehr wichtig und bedeutend. Alle Rahmenbedingungen, die da sein müssen, Ladeinfrastruktur oder auch Parkbedingungen eben, die da sein müssen, eben, die dann eben dem Anspruch eines Elektrofahrzeugs gerecht werden. Gibt es keine Unterschiede, wenn die Preise gleich sind und das Handling gleich ist? Das heißt, wenn sie auch stationsungebunden sind, wird man auch das Elektrofahrzeug nehmen. Manche nehmen es vielleicht sogar lieber als den Verbrennermotor. Also insofern ist eine Frage des Preises. Aber die Zeit eine Frage des Preises. Okay, herzlichen Dank. Sie haben durchgehalten. Super. Jetzt ist Freitagnachmittag.